Ich fordere vom Land eine 3,8%ige Lohnerhöhung, eine verkürzte Arbeitszeit und ein angemessenes Gehalt für die Praktikanten. Jetzt reicht's. In den Sozialberufen ist Feuer am Dach. Heute protestierten rund 300 Mitarbeiterinnen aus dem ganzen Land beim Kreisverkehr zwischen Rankweil und Feldkirch, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Unser Hauptproblem ist, dass in dem Sozial- und Gesundheitsbereich das Personal fehlt. Bei der Lebenshilfe sind es 50 Personen, die sofort anfangen könnten, und in der Pflege sind über 100 Betten frei, weil auch das Personal fehlt. Um dem Personalmangel entgegenzuwirken, braucht es bessere Rahmenbedingungen. Die Forderung ist klar auf dem Tisch. Wir möchten für das, was Enormes geleistet wird, auch dementsprechend eine Bezahlung, eine Anerkennung, nicht nur in Worten, sondern ganz deutlich auch mit den Verbesserungen von Rahmenbedingungen, damit in dieser sehr fordernden Branche tatsächlich auch davon gelebt werden kann. Konkret fordern die Mitarbeiterinnen und die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung um 3,8%. Wie dramatisch die Situation bereits ist, zeigt sich für Bernhard Heinzle auch in der Personalabwanderung in andere Branchen. Und was ganz wenige wissen ist, dass in diesem Bereich das Personal auch immer geht, weil der Druck zu groß wird und die darum kündigen und in die Industrie wechseln, weil sie dort einfach mehr verdienen und diesen extremen psychischen Belastung nicht haben. Wenn die Rahmenbedingungen besser werden, dann wird der Beruf attraktiver und die Chance, dass junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Branche kommen und die, wo dort sind, auch bleiben, wird wesentlich größer sein. Es wird nicht die Lösung sein, aber es ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Bisher haben die Kollektivvertragsverhandlungen zu keinem Ergebnis geführt. Wie geht es für die Gewerkschaft jetzt weiter? Weihnachten werden wir genießen, das neue Jahr gut starten, und am 11.01. ist die nächste Kollektivvertragsverhandlungsrunde. Sollte wieder scheitern, werden wir uns wahrscheinlich wieder auf der Straße treffen. Jetzt reicht's.